Jo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar Ahead in Time. Und ja, das Spiel wollte ich eigentlich schon seit ein bisschen längeren mal Let's Playen, aber bin nie wirklich dazu gekommen, das zu kaufen, weil ja, ne, Geld und so. Und dann war es jetzt vor kurzem, also letzten Monat zur Weihnachtszeit, ich glaube 20% reduziert oder so, keine Ahnung, habe gedacht, okay, scheiß drauf, hole ich mir jetzt. Und ja, seitdem liegt das auf meinem PC und jetzt starte ich das Spiel zum ersten Mal, also ich habe absolut keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert. Man könnte sagen, das ist ein Blind Let's Play, weil ja, ich habe mir nur ein Let's Play so ein bisschen grob angeguckt, nicht wirklich 100%, aber ja, und ich muss hier eben kurz meinen Karton wegräumen, der ein bisschen ungünstig neben meinem Mikro stand. Ja, gut. Und ja, ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel, und ja, das Spiel ist auf Englisch. Ich habe allerdings einen Deutsch-Patch runtergeladen, vielleicht sind die Textboxen dann wenigstens auf Deutsch. Oder man muss das irgendwo einstellen und ich bin zu blöd gewesen, das einzustellen. Das kann natürlich auch sein. Good morning and welcome to yet another day of space adventure. You are only 5 light years away from your destination, home. The fuel tank is full and the ship is flying at full speed. Today's to-do list contains waking up, adjusting the engine. Ja, und das sind wir, das Headkit heißt es, glaube ich, einfach. Und ja, muss kurz mal gucken, die Steuerung. Kann ich irgendwas schon machen? Ah ja, hier. Mit R2 kann ich so einen Hechtsprung machen, sage ich mal. Die bleibt einfach so liegen, was? Ja, genau so legt man sich da hin und ja, yay, ich kann mich auf meinen Stuhl setzen und dann, keine Ahnung, ja, ich muss eben kurz gucken, wie alles hier funktioniert und so, und okay, ich kann, ich glaube, was zeigt mir immer mein Ziel an oder so, keine Ahnung. Ja, ich habe noch meinen Hut hier und ja. L2 used to find the goal, okay. Und ja, ich habe nur, wie gesagt, den einen Hut. Was denn machen? Ah, jetzt kann ich auf einmal auch zuschlagen. Okay, ich denke mal, wir müssen hoch zum Ausrufezeichen und wunderschöner Planet da draußen und so. Und Ahead in Time ist ein Jump'n'Run. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt, nein. Und viele sagen, es hat Ähnlichkeiten mit den Mario 3D Jump'n'Runs. RPGs, genau. Ne, Mario 3D Jump'n'Run. Also sowas wie Galaxy und Sunshine. Und ja. Ich finde es auch ziemlich cool, dass das mit dem PS4-Controller funktioniert. Und ja. Okay, wer klopft hier gegen die Scheibe oder was ist das? Ja, da klopft tatsächlich jemand gegen die Scheibe. Hi. What is this? Flying boat? All boats need to pay toll in Mafia Town. Even in space. Mafia come in to collect. Man sollte vielleicht nicht unbedingt im Weltraum eine Tür öffnen, nur ein Fenster öffnen, was auch immer. Ja, genau deswegen nicht. Das ist also die Einstellung dazu, dass das Ding leer ist. Ja. Jo, Chapter 1, Mafia Town. Und ja, Deutschpatch hat scheinbar nicht irgendwie geklappt. Da muss ich nach dem Part nochmal gucken. Ist jetzt, denke ich mal, nicht schlimm, weil es ist kein schweres Englisch. Eigentlich nicht. Und zur Not kann man immer mal ein paar Wörter googeln. Und ich werde es jetzt nicht groß übersetzen, weil sie reden ja, während sie, wenn die Textbox da läuft. Und darüber zu quatschen kann ich nicht wirklich. Und ja, wie auch immer.
Aha, damit kann ich noch umkommen, gut. Ich habe gerade eine Kakerlake zermatscht, na lecker. Okay. Darf ich auch mit draufhauen? Nein? Okay. Kann ich auf den stehen? Ja, kann ich, gut. Oder so. Was auch immer dann, gut, ist egal. Hey. Okay. Erstmal die Hälfte seiner Leben verlieren. Und wie kann ich das Ding hochheben? Naja, egal. We build base on giant geyser. You ask how this done? But we not tell. If we tell, you try to build base like us. But base turns out puny. By not telling, you avoid miserable fate. Mafia does you a favor. Now you owe Mafia favor. Okay. Ihr seid nicht die hellsten, scheint mir. Vor allem, wie ihr redet. Aber egal. Und ja. Ich weiß gar nicht, was wir groß machen müssen. Ich würde mal sagen, wir müssen das Mädel da einfach mal verfolgen. Mit den Schnurrbart. Weil das ist cool und so. Und Dinge. Geh die Leiter hoch. Meine Fresse. Okay. Ah, stimmt ja. Daran erinnere ich mich noch. Das habe ich in der Sphäre gesehen. Dass man hier so Tickets einsammeln kann und ich glaube, es gibt sogar 4, oder? Oder wir haben schon geöffnet, okay. Ja, stimmt, und es gibt hier solche Wollknäule, sage ich jetzt mal, und die braucht man, um einen neuen Hut herzustellen. Und ja, immer eine bestimmte Anzahl braucht man für einen neuen Hut. Und ich glaube, man braucht immer erstmal auch ein, ich sag mal, Rezept dafür, um einen neuen Hut herzustellen. So, um zu wissen, halt, wie er funktioniert und so. Und ja, also man kann jetzt nicht gleich am Anfang sagen, okay, farm jetzt alle Wollknäule und habt dann alle Hüte. Die kommt man ja storytechnischweise, so wie hier. Bei den Dingern brauchen wir auch einen bestimmten Hut und ja. Ich würde sagen, gehen wir erstmal dahin. Okay. Die scheint nicht die schnellste zu sein irgendwie. Aua. Okay, ich glaube, da komme ich jetzt nicht hoch, da sie gerade hochfährt. Hey, you! Down there! Don't think I didn't see you stalking me! Us kids should stick together, not stalk one another. I mean, Mafia Town can be a really dangerous place. So what'd you say? Wanna join my little rebellion? Oh, by the way, did you have anything to do with the junk falling from the sky? Yeah? Yikes! Looks like you've got a lot of cleaning up to do, huh? Tell you what, come up here and I can show you where some of your junk landed. Okay. Wir sollen aufhören, sie zu stalken, okay, aber ich stalke gerne Leute und vor allem, wenn sie weit bis hinten einen Schnurrbart haben. Ich meine, what the fuck, warum hat die einen Schnurrbart? Aber hey. Ja. Vor allem, dass man den Kran mit einem Schalterdruck bewegt, das ist voll logisch. Also okay, es ist ein Jump'n'Run, ja, aber ne. So. Oh, das war knapp. Ja. Naja, und diese Dinger, die ich hier ganz einsame, sind übrigens die Währungen in den Spielen. Okay. Und ich muss übrigens auch nach dem Part dann erstmal in diesen Part hier reingucken, gucken, wie es mit dem Sound ist, ob der gut ist. Wenn nicht, dann muss ich da auch wieder was umstellen, weil ich habe den Sound eigentlich ein bisschen leiser gemacht. Also den Ingame-Sound und so weiter. Und habe dafür aber die Stimme und so weiter ein bisschen lauter gemacht von denen. Und ja. Oh.
Ha, ich hab nen Regenschirm. Okay. Und ja, das ist sozusagen unsere Waffe in dem Spiel, ein Regenschirm. Naja, hab mich schon gerade am Anfang gewundert, wo der ist, aber ja, jetzt weiß ich's. Weil wie gesagt, ich habe das Let's Play ja nur so ein bisschen grob geguckt, die letzteren Parts habe ich etwas mehr geguckt, aber am Anfang habe ich eigentlich nicht wirklich, aber ja. Umso besser für ein halbwegs Blind Let's Play, ich weiß es nicht, soll ich das Blind Let's Play nennen, ich schreibe es einfach in den Titel, ist mir egal. Ja. So. Und somit haben wir unser erstes Level-Ding. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, Errungenschaft und so. Ich wollte nicht wirklich an die Dings. Okay, und wo war die? Nochmal. Und wir können sie übrigens hier draufstellen. Das ist ja halt unser Staubsauger und so, ne? Yay, ich wusste nicht, dass es eine Errungenschaft gibt. Okay. Ah ja, richtig. Ich wollte gerade sagen, wo war denn das überhaupt nochmal? Aber ja, es war hier. Und okay, die Kamera ist ja inventiert. Keine Ahnung. Nennt man das so? Ich glaube schon. Hey, was haben wir denn? Unser Kühlschrank. Was ist das für ein Burger? Holy fuck. Auf jeden Fall liegt da ein Tintenfischburger, ein Pizzastück. Ja, keine Ahnung, was da alles drin ist. Auf jeden Fall ziemlich viele ungesunde Sachen, Mädel. Und dann an der Mikrowelle ist auch noch was. It's a microwave. You use the punish food to food. Ja. Das ist also dein Abendessen. Okay, ich verstehe schon. Okay, ich kann in der Luft scheinbar nicht angreifen. Schade. Und mein Toaster lebt scheinbar oder so. Ja, es gibt ja auf jeden Fall ziemlich viele Sachen zu entdecken. Und was ist das? Okay. Der Heimatplan. Warum liegt hier ein Fisch und Käse und... Ja. Mädel, räum auf. Da sind Krabben drin in den Eimer. Ja, da ist wieder ein Tintenfisch. Die hat es wohl mit Tintenfischen oder so. Aber ich würde sagen, das war's soweit erstmal vom Part 1. Weil, ja, aller Anfang ist kurz oder irgendwie so, keine Ahnung. Das ist jetzt immer nur der erste Testpart gewesen und ja. Muss auch gucken, habe ich meine Maus hier irgendwo? Nein, habe ich natürlich nicht. Also ich muss kurz so rausgehen und... Ah, cool, ihr seht das gar nicht. Umso besser, also das Demo-Valley. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, Leute, und ciao.